Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge The Elder Scrolls Online. In der letzten Folge haben wir ja den Auftrag gekriegt, nach Luria Zell zu reisen. Und das habe ich eben schnell offscreen gemacht. Und hier steht der Questgeber. Den sprechen wir jetzt mal an. Vizekanonikerin Heiter Mehn hat uns gebeten, den südlichen Zugang zu bewachen. Das Dominion will unbedingt nach Luria Zell, egal zu welchem Preis. Die Vizekanonikerin wollte selbst herausfinden, warum. Was ist geschehen? Das Kontingent von Vizekanonikerin Heiter Mehn ist abmarschiert, um herauszufinden, was das Dominion in Luria Zell will. Unlängst sind Lamien aus den Ruinen hervorgebrochen. Wie kann ich dem Helden von Tenmauer Volk helfen? Ich weiß, was das Dominion mit dem Mnemischen Ei vorhat. Dann müsst ihr sofort Vizekanonikerin Heiter Mehn informieren. Sie ist zu den Ruinen hinaufgegangen, um den Nachgang einer Schlacht zwischen dem Dominion und Lamien auszuspähen. Geht schnell und leise. Ich werde Vizekanonikerin Heiter Mehn finden. Okay, das heißt, wir sollen... Jetzt die Vize... Ui, der ist aber tiefrot. Wenn ich das mal vorher gewusst hätte. Gut, wir gucken trotzdem mal. Aber wahrscheinlich werden wir den Quest nicht machen können. Oh, oh. Da hat es uns von... Gott, oh Gott, oh Gott. Von Diddlepferd geworfen. Und wir nehmen jetzt mal Reißaus. So gut wir können. Ich denke, die werden uns jetzt hier... Ne, die hauen wieder ab. Okay. Das Dominion hat die Lamien aufgescheucht, die in Luria Zell gebrütet haben. Sprecht leise. Sie sollen wohl Geräuschen gegenüber sehr empfindlich sein. Ihr wart der einzige Sonnenstrahl für Tenmauer Volk. Kommt und erhellt meinen Tag. Ich kenne Ruvitas Pläne für das Mnemische Ei. Ich würde ja breiter als ein Schlachterfisch über euren Erfolg lachen. Aber ich schätze, Ruvita möchte das Mnemnische Ei für einen unaussprechlichen Schrecken verwenden. Also gut, fahrt fort. Sprecht es aus. Er möchte die Verbindung zwischen dem Hist und den Argoniern kappen. Das ist alles? Dann müssen wir ihn aufhalten. Und das schnell. Durchsucht die Überreste dieses Lagers nach Hinweisen über den Verbleib von Ruvita. Ich versammle die Soldaten und bereite einen Angriff auf die Ruinen vor. Ich werde sehen, was ich herausfinden kann. Seid geschwind. Jeden Augenblick könnten weitere Lamien aus den Ruinen strömen. Leb wohl. So, jetzt haben wir natürlich ein Problem. Ich probiere es, aber ich glaube, das wird haarig. So, Ruvitas Tagebuch. Memorandum zur mnemischen Akquirierung. Erste Versuche resultieren in einer Formel zur Duplizierung des mnemischen Phänomens. Bisher konnten wir die Vorgänge, die ein Baumhirte nutzt, noch nicht replizieren. Aber unsere Lösung ist sowohl elegant als auch gründlich. Der Histsaft hat sich als unbezahlbares Nebenprodukt erwiesen. Ich habe vor, zahlreiche Exemplare in dem Kristallturm zurückzubringen, um weitere mögliche Verwendungszwecke zu erforschen. Die meisten argonischen Subjekte sind wenig kooperativ, aber wir hatten Erfolge damit, die Extraktion der Hist als grobes und sie kontrollierendes Mittel zu verwenden. Dies verlangt nach umfassenden Nachforschungen, die ich persönlich leiten werde. Alchemist Ruvita. Okay. Hier müssen wir echt vorsichtig sein.
Die Handgelenke dieses toten Argonias weisen frische Wunden auf, die von Fesseln verursacht wurden. Eine klebrige Flüssigkeit breitet sich unter seiner Leiche aus. Die Substanz untersuchen. Die klebrige Substanz, wie eine Mischung aus Baumsaft und Blut. Da ist auch wieder nicht richtig übersetzt, deswegen stammelt man manchmal. Die klebrige Substanz sieht wie eine Mischung aus Baumsaft und Blut aus. Sie quillt langsam aus einer tödlichen Wunde in seiner Brust hervor. Sein Körper ist lauwarm. Auf die Innenseite seines Hemdkragens sind die Worte Subjekt 17 gekritzelt. Oha. So, hier lag noch ein Buch. So, Anfrage abgelehnt. Psst, hier drüben. Soldat Kasti, eurem Versetzungsantrag wurde stattgegeben. Ihr seid Alchemist Ruvita unterstellt und werdet seine Befehle untertänigst befolgen. Ansonsten drohen euch Ächtung und harte Strafe. Mir ist klar, dass ihr bei eurem Fahneneid keine Strafexpedition im Sinn hatte, aber ein Soldat kann sich seine Befehle nicht aussuchen. Die zugegeben unkonventionellen Methoden von Alchemist Ruvita werden zu einer schnellen und schmerzlosen Unterwerfung des Pakts führen, so dass wir unsere Streitkräfte anderweitig einsetzen können. Vergesst nie, dass Cyrodiil unser großes Ziel ist. Und Kasti unter uns, eure Klappe ist größer als der Edelbann. Edelbaum. Wenn er dahinter kommt, dass dieser Spitzname Brutal Vita von euch stammt, könnt ihr die volle Palette seiner Experimente am eigenen Leib erfahren. Okay. So, jetzt sollen wir mit dem Geren sprechen. Habt ihr Vizekanonikerin Heitamen gesehen? Unsere Späher haben die Hauptstreitmacht des Dominions entdeckt. Wo ist das Dominion? Das Dominion hat sich in die Ruinen zurückgezogen, nachdem die Lamien über sie hergefallen sind. Wenn wir zuschlagen, solange sie noch ihre Wunden lecken, können wir es ihnen für Tenmauerwolk heimzahlen. Vizekanonikerin Heitamen sammelt Soldaten, um die Ruinen anzugreifen. Danach müssen wir herausfinden, wo das Krokodil sich zur Ruhe legt, damit wir es mit einem Schlag zur Strecke bringen können. Ich sollte nicht darum bitten, aber nach Tenmauerwolk kann ich nicht anders. Wenn wir Ruvitars Pläne kennen würden, könnten wir diese Sache rasch beenden. Würdet ihr das Nest des Krokodils für uns suchen? Ich werde in die Ruinen gehen und nach Ruvita suchen. Ja, wenn wir das denn mal schaffen. Das ist ja da oben. Naja, wir gucken mal, aber ich glaube nicht. Vielleicht haben wir Glück, können wir uns ein bisschen durchmogeln. Mit anderen Spielern. Au. Au. Jetzt gibt's an die Mappe. Ah, es ist auch total verseucht hier. Vielleicht können wir uns irgendwie Rückseite, ne, oder? Tiefer, so. So, da sind wir schon. Wir gucken jetzt zumindest mal rein, wo wir schon hier sind. Mal in die Bücherregale. Das vergesse ich nämlich immer nur zu gern. Da fällt mir auf, Rang 2 bei Schreinerei heißt, ich habe noch überhaupt nichts gecraftet. Ah, da ist ein anderer Spieler. Mit etwas Glück. Freundliche Fremde, Kasti fleht euch an, sie zu befreien, bevor die hungrigen Schlangenfrauen zurückkehren.
So, die haben wir befreit. Ach so, ich wollte gerade sagen. Sie sterben. Verfluchter Brutalvitar. Brutalvitar hat uns ausgeschlossen. Kasdis Freunde sind alle tot. Von dreckigen Schlangenfrauen getötet. Kein Zweifel. Dieser Paktsoldat tötet jetzt auch die arme Kasdi. Der Sumpf, ich hasse ihn. Endloses Leid. Arme Kasdi. Wo ist Rovita? Fragen und keine Klingen? Ja, der gnädige Soldat des Pakts erbarmt sich Kasdis. Rovita brachte sein großes leuchtendes Ei hinter diese Tür und versiegelte sie. Er ist wie eine Spinne, die eine Schärpe trägt. Zeigt ihm Respekt und salutiert ihm oft. Aber Kasdi weiß es trotzdem. Er ist immer noch eine Spinne. Rovita ist eine Spinne? Nein, ein Hochelf. Aber er hat den Sumpfechsen durch ihre besonderen Bäume Schreckliches angetan. Er vergiftet sie wie mit einem Spinnenbiss, wisst ihr? Rovita setzt ein großes, leuchtendes Ei ein, um die Sumpfechsen zu vernichten. Hinter einer Tür, wie ein klauenloser Feigling. Das ist alles, was Kasdi weiß. Wie halte ich Rovita auf? Versiegelte Tür öffnen, Rovita zermatschen, Füße waschen. Kasdi kann beim Öffnen des Siegels helfen. Rovita hat so oft über die Verteidigung geprahlt, dass Kasdi sie wie ihre eigenen Schnurrhaare kennt. Warum sollte ich euch vertrauen? Ganz einfach. Kasdi möchte den klauenlosen Hochelfen aufhalten, der die Kinder der Sumpfechsen ermordet und Dominion-Soldaten sterben zurücklässt. Und vielleicht Elsweyr wiedersehen? Wenn Kasdi euch zeigt, wie man das Siegel von der Tür entfernt, dann zermatscht ihr Rovita. Abgemacht? Ihr könnt helfen, aber ich fessel euch die Hände. So, im Hintergrund habe ich die ganze... Ach, das war mein Pad hier. Okay, so. Geht voran, Freund von Kasdi. Was machen wir zuerst? Rovita nutzt die Macht von 3 Aileiden-Kristallen, um die Tür zu versiegeln. Wenn ihr die Kristalle aktiviert, fließt ihre Kraft aus der Tür in sie zurück. Dann öffnet ihr die Tür und gebt Rovita was auf den Schädel. Simpel, oder? Wo sind diese Kristalle? Der erste ist in der Nähe der versiegelten Tür. Die anderen sind im selben Raum, aber hoch droben und von Klauen gehalten. Keine Angst, mein gütiger Freund. Gänge führen zu diesen Krallen hinauf, durch Horden von wütenden Toten und unzähligen Schlangendamen. Aber Kasdi ist flink. Leb wohl. Okay, also einer. Was haben wir denn da? Die Bedrohung durch die Laminen. Wir haben Laminen beobachtet, die am Rand der Ruinen herumschleichen. Das könnte der Auftakt eines organisierten Angriffes sein. Sollten sie unsere Verteidigung durchbrechen, lassen wir die Gefangenen zurück und treffen uns am vereinbarten Sammelpunkt. Vielleicht verschaffen die armen Wichte uns genug Zeit zur Flucht. Underiel. Okay, das heißt, einer dieser... Steine, aha. Hier vorne. Einen Schlüsselstein haben wir aktiviert. So, die ist jetzt Level 31. Naja, komm, wir probieren es mal, aber ich glaube... Geht doch besser als gedacht. So, aber ob wir das schaffen, das sehen wir in der nächsten Folge.
Denn ich werde mal versuchen, nicht immer so ganz fürchterlich lange Folgen zu machen. Und wem es gefallen hat, der kann ja gerne einen Daumen hoch da lassen. Wer wissen will, wie es weitergeht mit unserem kleinen Diddelmann hier, der kann ja gerne den Abo-Button anklicken. Und teilt das Video gerne in anderen sozialen Netzen, wenn es euch gefällt, YouTube, Twitter und Co. Über neue Folgen werdet ihr auch natürlich über Twitter informiert. Das heißt, oben in dem Banner auf der Seite ist der Link zu meiner Twitter-Seite. Da könnt ihr dann folgen, dann kriegt ihr schneller die Nachricht, als ihr sie von YouTube kriegt. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis dann und ciao.